Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Bitte! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! Madam President! Madam President! Madam President! Die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Madam President! Madam President! Bitte! Bitte! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Irgendwie unbefriedigend. Aber gut. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Gleich geht's dir besser. Danke. Findest du? Mir geht's irgendwie nicht so. Na komm, lass uns gehen. Nein, tut sie mir nicht! Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es.
Bin ja mal gespannt, wie gut das klappt. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Das habe ich gesagt! Stimmt das von viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Hohes Risiko. Na los, Bewegung! Jetzt? Beeilung, rein da! Darf nur nichts Unvorhergesehenes passieren. Da drüben, das ist Loser. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Wieder so eine Familienfrage. Okay, gehen wir. Genau, dann kommt sie einmal pünktlich, ne? Eine Waffe. Hab doch eine Waffe. Was heißt finde eine Waffe? Ich hab doch eine Waffe. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Mama! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Mal noch aufpassen, wo man hier hingeht. Warten. Warten. Jetzt. Auf. Los, los, los. Na komm schon. Dreh dich weg. Na los. Los. Was ist denn jetzt? Denke ich auch. Aber trotzdem gucken. Wir werden Bus. Was ist mit dem? Zwei Minis und ein Riese. Irgendwie lustig das Bild, ne? Stimmt. Luther ist schon ganz schön groß. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Jetzt 0,75 Kilometer, minus 3 Minuten. Der letzte Bus fährt ab 10 Minuten. Dann der andere Weg. Umweg sicherer, 11 Minuten. Shit. Shit, 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 shit.
Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Unser Auto ist kaputt gegangen. Wir gehen den Rest zu Fuß. Wir wohnen hier. Erahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Nein. Sie werden alles töten. Bleib ruhig. Ruhe jetzt. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Ja, bin mal gespannt, wo das hinführt. Spannend, das ist ultra spannend. Klar, ich meine, man kann mit seinen eigenen Entscheidungen ein Stück weit Spannung erzeugen oder auch Spannung rausnehmen, aber das ist trotzdem, du weißt nicht, was kommt. Du versuchst, deinen Weg irgendwie zu finden und zu gehen und... Ja... Irre. Ich finde es total irre. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt ein Gemetzel. Frisst die Autosoldaten und nee, was stimmt denn mit dir nicht? Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Aus den Lagern freilassen und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht. Ich hoffe eigentlich drauf, dass die Öffentlichkeit irgendwie noch mehr oder weniger eingreift. Das ist eigentlich so meine letzte Hoffnung.
Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Vielleicht sogar mit Absicht. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Die Szene kennst du nicht? Das ist jetzt gut oder schlecht? Also er kann schon was ausrichten. Das Gefühl habe ich auch. Die sterben lassen. Entschuldigung, ich wollte auch nicht, dass er stirbt. Das war nicht der Plan. Führer im Visier. Ich erschieße ihn und dann können Sie mit mir machen, was Sie wollen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist die letzte Warnung! 20 Minuten abwarten, nichts tun? Okay, ja, mal gucken. Ich kenne dich. Du bist Connor, der Android von der Geiselnahme. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern. Sag mal, wer soll denn so schnell drücken? Noch nicht. Ne, der vierte ist, glaube ich, schon tot, Daniel. Schon wieder. Ja. Sie hätten auf mich hören sollen, Captain. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie sehr seltsam. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Oh. Okay. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets. Sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest.
Was machen wir jetzt? Finde einen Weg zu gehen, finde Tickets. Oh, das auch noch. Sie überprüfen jeden. Wir werden schnell auffliegen. Wir müssen hier verschwinden. Markus. Sicherheitskontrolle. Irgendwie schon, ja. Bitte stillhalten. Wir brauchen Tickets, ey. Wo kriegen wir Tickets? Ticket. Ja. Ich glaube, Oliver mag dich. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Danke. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Die Tickets ist vor sich. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Oh, was? Ein Ticket, oder? Danke. Ein Erwachsenenticket. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Oh Gott! Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Ups. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner... Echt jetzt? Bitte stillhalten. Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier nicht weg. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Ja, irgendwie schon. Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein, natürlich nicht. Keine Reaktion. Ja, manchmal muss man in Notsituationen auch mal eine Notlüge aushören. Die haben Geld und können in ein Hotel. Haben sie das? Ja. Lager errichtet oder was? Es ging aber schnell. Okay. Wir friedlich sein wollen. Warum brauchen wir dann noch mehr Barrikade? Das verstehe ich nicht. Hey, helft mir!
Ja, eben. Sie standen ja vorher schon. Als, Connor oben auf dem Dach war, zu dem Aussichtspunkt, da sind sie schon wieder gestanden. Obwohl sie eigentlich hätten sitzen müssen. Egal. Ist wie es ist. Gut, das sollte reichen. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Schicke den Journalisten eine Botschaft. Unterstütze deine Leute. Prüfe Position der Soldaten. Was soll ich denn noch alles machen? Okay, zuerst. Viele unserer Leute sind gefallen. Erstmal Leute unterstützen. Ich habe kein Mitleid mit denen, die anders sind. Wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Die Seite jetzt. Lass mich mal durch. Lassen Sie mich durch. Heiß und fertig. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn Sie angreifen, wird niemand überleben. Vermutlich, ja. Ja, auch viel zu wenige. Habe ich mich immer richtig entschieden? Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Ja, schauen wir mal. Jetzt brauchen wir den Drachen. Oder das Einhorn. Verdammt, ne? Irgendwie seltsam gerade. Endlich jemand auf meiner Seite. Hallo? So geht das doch nicht. Achso, überprüfe Position der Soldaten. Marcus? Ein Einhorndrache? Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht, das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Bin ich da? Bin ich total bei dir, Daniel. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Fuchur? Nein, nix Fuchur. Nix Fuchur! Was ist mit euch nicht richtig?
Er wollte doch den Dialog. Also, dann kriegt er jetzt den Dialog. Ich kann nur das eine auch bieten. Er wird so oder so sterben. Egal, welche Entscheidung jetzt noch folgt. Er ist am Ende nicht mehr da. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Es lief ja wieder nicht so gut. Ich glaube, die Garantien sind... Was ist passiert? Was hat er gesagt? Wären nur Schall und Rauch gewesen. Aber wer weiß das schon? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Okay. Das läuft ja auch wieder super. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Ah ja, klar. Ja, das war auch mein Gedanke, DJ. Deswegen habe ich auch gar nicht gefragt. Hier lang, bitte. Voll. Normale Scannerkontrolle, da kommen wir nie durch. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Wir kommen nicht durch, Kara. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein.
Nein, ich wüsste auch, wo es einen Drachen gibt. Tue ich es. Das heißt, Luther würde sich opfern tatsächlich. Shit. Es ist Rose. Rose. Was macht Rose hier? Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Mach ich genauso. Er wird sich opfern und eine Ablenkung starten. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, irgendwie so. Oder wir kriegen was mit Rose hin. Das kriegen wir alle durch. Was ist da noch? Jerry? Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Oh wow, das sind aber viele Wege. Überquere die Grenze, Hilfe gefunden. Finde einen versteckten Ort. Verdammt. Da drüben. Vorne. Nächster bitte. Ausweis. Bei dem Spiel hast du immer mehrere Möglichkeiten. Er muss für sich entscheiden, was er machen will. Ausweis, Ausweis. Okay. Du denkst, nur ein toter Android ist ein guter Android. Na, Hamlet. Na. Nicht immer, nicht immer. 50 Security. Wir glauben, dass einer der Passagiere. Da drüben. Da müssen wir hin. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg. Hamlet, grüß dich, servus. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Deshalb iPhone wählen. Dann hast du solche. Was je? Zerstör doch nicht immer die Emotionalität jetzt. Mensch. Ja, moin. Wie geht's dir, Hamlet? Hast du einen guten Sonntag gehabt? Angenehm. Hoffe nicht zu warm. Jetzt hier nicht rummachen. Ich bin auch sehr froh, dass es hier Charaktere gibt, die nicht immer der Norm entsprechen. Gott sei Dank geht's euch gut. Finde ich klasse. Bruder, Kontrolle, Revolution, Aufbruch. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Ja. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Ich muss zu schnell entscheiden. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein.
suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Irgendwie fehlt hier aber noch was. Fehlt hier noch was. Nicht gut, hier fehlt noch. Wo ist es? Was habe ich davon, wenn ich hier rausgehe? Ja, jetzt stehen wir da. Ja. Vielleicht doch nochmal in den Spiegel schauen. Nein. Ich kann nicht viel machen, das ist das Problem. Ich habe immer nur eingeschränktes Sichtfeld. Man kann nicht 360 Grad die Kamera drehen. Ich muss jetzt einmal die Sicht invertieren. Wasser, ein Schalter, wie mit. Nee, da ist nichts. Scheiße. Ich glaube, wir müssen hier raus. Wieso? Das Ding sagt auf jeden Fall rausgehen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Tja, nu. Das bringt ja gar nichts. Meine Wahl. Nächster, bitte. Dass er gut ist. Bitte. Was kommt jetzt? Bitte. Wir wollen nur frei sein. Ich habe A gewählt, niemanden. Willkommen in Kanada.
Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Shit. Hat der Controller gerade nicht in der Hand. Verdammt. Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Die Bilder der Abweichler, die im Angesicht des Todes singen,
werden auf der ganzen Welt gesehen. Sind Abweichler wirklich bloß defekte Maschinen? Oder sind sie vielleicht eine neue Lebensform, die wir nicht anerkennen wollten? Wenn wir Bilder von Androiden sehen, die in den Lauf einer Waffe blicken, können wir nur darüber spekulieren, ob sie Angst und Mut einfach simulierten oder ob sie diese Gefühle wirklich empfunden haben. Präsidentin Warren soll persönlich eingegriffen haben, um die Androiden zu verschonen. Die friedliche Demonstration der Abweichler und der Respekt ihres Anführers Marcus hat ihnen Sympathie unter manchen der Bürger eingebracht. Deshalb habe ich angeordnet, die Zerstörung der Androiden ab sofort und bis auf Weiteres auszusetzen. Ich habe zudem einen Sonderausschuss des Senats angewiesen, die Fakten zu prüfen, Kontakt zu den Abweichlern aufzunehmen und festzustellen, ob es sich hierbei tatsächlich um eine neue und intelligente Lebensform handelt. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Connor, was machst du denn? Gehorche, das ist dein Befehl. Ich kann das nicht tun. Ich verstehe. Moralische Zweifel. Wir wussten, dass du gefährdet sein könntest. Deshalb war immer geplant, dass wir wieder die Kontrolle über dein Programm übernehmen. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Du brauchst überhaupt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Nein. Es muss einen Ausweg geben. Na, herzlichen Glückwunsch. Es gibt immer einen Ausgang aus der Matrix. Unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker, und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Oh.
Oh, Wahnsinn. Oh. Irres Teil. Wirklich.